Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins und wir bestätigen jetzt den Tod von dem Banditen. Das ist das Fell? Oh, das arme Tier. Blau ist keine Farbe für einen Löwen. Was zum Geier? Alter, was ist denn mit dieser Quest falsch? Blaues Fell? Haben die das blau gefärbt? Wenn ja, warum? Ich habe so viele Fragen, Heilige. Gut, aber wir sind ja zum Priester zurück. Seinen Namen reinwaschen. Von diesem Humpeltypen, der sich erstmal schön hat tragen lassen, die faule Sau. Hallo. Ja, geht doch. Dieser eine Papyrus, den wir hier auch nicht gefunden haben, das nervt mich. Aber das ist bestimmt in einer von diesen 1000 Räumen hier irgendwo. Wobei Papyrus ist ja normalerweise das Item, also das, die liegen ja meistens immer einfach nur irgendwo ausgerollt herum. Die sind ja nicht mal großartig versteckt, aber das Gebiet ist hier halt echt groß. Also dieses Gebäudegedöns. Und hier sind überall Tische mit Papyrus drauf. Kommt so ein Assassin und läuft auf dem Tisch rum. Richtig geil. Okay, reden wir mal mit dem Priester. Ist ein Dieb. Ich bin das Opfer hier. Mein Fell wurde gestohlen. Wenn du es zurück willst, zahlst du ihm eine Entschädigung. Und tust Buße, indem du vor Serapis niederkniest. Das ist deine Antwort, Priester? Erpressung? Na gut. Ich fürchte, Serapis und ich haben noch einen weiten Weg vor uns. Und dir wünsche ich eine gute Reise, Bruder. Serapis eimt die Völker. Okay, und er hat wieder eine neue Quest für uns, theoretisch. Was für ein Level denn? Ein Zehnt mit einem anderen Namen. Ein Sehnt, wahrscheinlich ein Sehnt oder so. Aber wir sind ja mittlerweile Level 11, ne? Das heißt, wir haben endlich mal das Level erreicht, um Gennadios zu töten. Nur zur Erinnerung, Gennadios, der Phylakitai von Alexandria, hat nichts unversucht gelassen, um den Mördern von Actaion zu finden. Aya konnte ihm entkommen, indem sie sich versteckt hielt. Gennadios hält sich oft im königlichen Palast auf, aber von Zeit zu Zeit geht er mit einigen Männern ins jüdische Viertel, um in der Nähe der nördlichen Docks nach Aya zu suchen. Gennadios muss sterben, damit Aya wieder frei herumlaufen kann. Ja. Gar kein Ding. Kriegen wir hin? Das ist ja... Es ist ein Klacks. Dafür sind wir doch hier. Wir sind doch zum Töten und zum Schnetzeln. Pipapo, sind wir doch da. Nicht wahr? Laufen wir erstmal dahin. Wir können eigentlich mal so hier... Kann ich deinen Gaul haben? Natürlich nicht. Ist hier irgendwo ein Gaul? Hol ich mir halt meinen eigenen Gaul. So, guten Tag. Hui, und weiter geht's. Unser gutes altes Camelo da. Es ist schön, dass du bist da. Camelo hier, Camelo da. Das Leben mit dir ist wunderbar. Schön, ne? Hab ich lange gedichtet. Oh, meine Batterie ist gleich leer von dem Duoshock. Moment, gib mir kurz eine Sekunde und ich strecke mich nach vorne, um das Kabel zu greifen. Nee. Ich komm nicht dran. So. Hier ist es. Machen wir das so. Ist es angeschlossen? Kommt da nicht meistens so ein Pling? Offensichtlich nicht. So, aber Controller ist angeschlossen. Jetzt, das wäre blöd gewesen, wenn uns das Ding irgendwann zwischendurch abraucht. Am besten mitten in einem Kampf. Wobei, mittlerweile gehen die Controller ja nicht einfach nur aus, sondern die gehen ja in so einen... Also, das Spiel schaltet, oder die Spiele schalten sich normalerweise direkt in so einen Pausenmodus. Das ist ganz nett. Dass quasi das Spiel nicht einfach weiterläuft, sondern pausiert wird und dann geht der Controller aus. Wo ist das Kackteil denn? Da ist das Kackteil. So. Hier, da ist irgendwie so ein Durchgang. Wo sind denn die ganzen Wachen? Schauen wir uns doch mal die Sache vom Nahen an. Wie schön mit den Möwen und so. So, da ist einer. Hier ist die Fackel.
Da ist so ein Typ, sie... Ach, guck mal, da ist Gennadios. Level 11. Schon wieder so... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Hallo. Berechtigte Frage. Was wäre das jetzt, das Klügste zu machen? Du da! Wow. Halt! Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. So. Das war doch recht naheliegend, glaube ich. So, ich würde ganz gerne, glaube ich, dieses Leuchtfeuer da ausknipsen. Oh Gott, die sind ja voll nah. Der Gennadios. Ich werde an den Docks nach der Mörderin suchen. Ja, ja, du, genau, dich wollte ich haben. Perfekt. Komm mal her. Ja, komm mal her. Kommst du her? Komm mal her, du Wache. Oh, jetzt bist du tot. Schade. Wo war das Leuchtfeuer nochmal? Wie ich gelernt habe, wäre das vielleicht ganz gut, das auszuknipsen da. Beziehungsweise da irgendwie eine Falle zu stellen oder ähnliches. So. Aha, hier ist auch direkt einer. Das ist nervig, dass er so zwei Kumpanen hat, weil auseinander kriegen wir die vermutlich ja nicht. Ah, der hat ja was gedroppt. Hui. Aber gut ist, dass sie wenigstens außerhalb dieser Festung durch die Gegend latschen. Vielleicht kann ich wenigstens einen von hinten töten oder so. Okay. Yes. Fantastisch, okay. Ich bin der Philakitai von Alexandria. So, jawohl. Oh, den kriegen wir doch. Den kriegen wir doch. Locker. Boah, Alter, der hat mich gespart hat. Na? Okay, das ist jetzt ein bisschen. Ah, vielleicht noch der hier. So, jetzt. Ah, was wirklich? Und das war's? Ja, komm. Genau los! Yes! Bam! Nimm das, Alter! Ha! Oh, ist das schön. Erstmal alles plündern hier. So. Das hast du davon. Noch schön geteabaggt. Sehr gut. Warum schickst du mich in die Gefilde der Toten? Du wolltest meine Frau töten. Deine Hure von Weib ist eine Mörderin. Vorsätzlich und unverhohlen. Ich tat nur meine Pflicht als Philakitai. Und dafür nimmst du mir jetzt mein Leben? Steht deine Rachsucht über dem Gesetz, Magi? Sei gewarnt. Die Philakes werden dich aufspüren und dann nehmen sie Blutrache.
Möge der Verborgene dich begrüßen. Der Fürst der Duat erwartet dich. Das ist eine coole Sequenz gewesen. Wow. Ja, da haben wir ihn. Sehr, sehr geil. Das war jetzt gar nicht, das war irgendwie chillig. Aber gut, das ist gefühlt alles nach dem unseren einen Problemfall einfach. Naja. Phylakis, böser, roter Smiley, sind hinter dir her. Das sind mächtige Kopfgeldjäger, die sofort angreifen, wenn sie dich sehen. Oh, shit. Wow. Hua, wir haben eine coole, schwere Keule, sehr viel XP bekommen und ein Level Up. Pow. Yeah, Level 12 sind wir. Das ging aber schnell, ey. Huiuiui. Okay, gut. Dann können wir direkt nochmal so einen Punkt verteilen. Zum Beispiel Kriegsbogen, Jagdinstinkt. Wenn Senno, kannst du mit Zivilisten... Bewegungsfahrt. Mhm. Was war das hier? Ah, Attentatsbeute. Ja, komm. Ah, nee, für 2 Punkte. Ha. Heimliche Kill-Serie. Aufeinanderfolgende Attentate gewähren dir einen EP-Bonus, solange du nicht entdeckt wirst. Das ist eigentlich auch ganz cool. Kettenattentat. Moment, das ist auch für EP? Ach nein. Drücke Dreieck, nachdem du einen Gegner mit einem Attentat getötet hast, um ein weiteres Attentat auf einen... Ah. Oh, das ist cool. Eins. Also, genau, der eine getötet und dann bewirft man den nächsten irgendwie mit einem Messer oder so. Das ist cool. Zeitlupe ist auch immer nice. Waffenträger. Also irgendwie davon weiß ich nicht, ob wir das unbedingt brauchen. Das hier ist ganz geil. Also hier diese ganzen Kampfkombi-Kombos zu kriegen, das ist ganz geil. Dann müssen wir eigentlich das hier equippen. Ja gut, komm. Komm. So, jetzt können wir eine zweite Waffe ausrüsten. Das wir vielleicht, das wir einfach mal machen sollten, dann können wir die auch wechseln. Nee, hier. So, was können wir denn hier? Nehmen wir mal, was haben wir denn noch so Starkes? Wir haben ja gerade das Ding hier ausgerüstet. Das ist 26. Sicher schwer. Vielleicht auch ein Speer. Oh, die schwere Keule. Yeah. Adrenalin beim Töten. Genau, das war, wenn wir lange gedrückt halten und einfach so ist. Bam! Boah, Alter, das ist cool! Zack. Und. Das ist der schwere Angriff, das sieht man auch. Der braucht 10 Jahre, aber der ballert, Junge. Junge, Junge, der ballert. Okay, wir haben noch so ein paar Minütchen Zeit. Dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen können. Eigentlich die Hauptquest weiter, oder? Ja, oder? Hier für Aya. Eliminiere Gennadius und die Schlange. Genau, wir sollen die Schlange töten. Oh Gott, ich weiß aber noch nicht, ob ich dafür bereit bin. Hui. Hui, 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 hui. Stufe 12, wir sind gerade erst 12. Ich bin 12, was ist das? Ah, aber ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Ja, okay. Okay, machen wir es einfach mal. Dann würde ich einfach mal sagen, wir laufen schon mal hin, aber wir beginnen die Quest in der nächsten Folge. Das heißt, wenn ihr keinen Bock mehr habt, könnt ihr jetzt abschalten. Puh, boah, ich hoffe, wir kriegen das hin. Also wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen Respekt vor diesen Spielen, nachdem wir so oft an dieser einen Mission gescheitert sind. Hab so ein bisschen Angst, aber eigentlich geht's. Eigentlich wird's jetzt ab jetzt nur noch besser, weil wir im Level aufsteigen und stärker werden und besseres Equip bekommen und so. Aber ja, mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Ein bisschen Angst bleibt ja dann doch. Auch von mir und meinem Skill-Level. Davon habe ich eh immer Angst. Weil der Skill-Level ist so... Also jedes Mal, um ihn zu finden, brauche ich meine stärkste Lupe. Und selbst dann bin ich enttäuscht. Also, puh. Aber das ging ja gerade. Das ist aber schön. Also was ich schön finde an diesem Spiel, wenn man mal so eine richtig geile Killstreak hat oder so einen coolen, weiß ich, Finisher hat, dann... Schade, ich wollte einen Antat machen. Dann
Und man hat da richtig schönes Erfolgserlebnis, weil sich das alles sehr befriedigend anfühlt. Oh, ein besserer Schild. Guck mal, hat sich gelohnt. Hat sich direkt gelohnt. Erstmal ausrüsten. Oh, wir haben sogar zwei bessere Schilde. Ups. Ja, das ist dann vielleicht wichtig. Ach, oh, wir sind auch im königlichen Palast. Ups. Jetzt bin ich hier einfach so reinstolziert. Reingefallen quasi. Okay, Bayek ist zu blöd, um einen Busch zu hüpfen. Herzlichen Glückwunsch. Hey, was? Stirb, du Wurm. Stirb, du Wurm. Vielleicht sollte ich anvisieren. Neuer Ort in der großen Synagoge. Ah. Und mit denen fetze ich mich immer echt dann auch nur aus Spaß, weil. Alter, da hab ich doof angeguckt. Wow! Oh, ich liebe diese Mechanik in Assassin's Creed. Das macht so Spaß. Das haben sie irgendwann mal eingeführt und es ist großartig. Yes! Und du kriegst auch einen auf den Latz. Bam! Das ist richtig blöd. Metzeln wir uns einfach hier durch den Palast irgendwie durch. Einfach nur, weil es geht. Ah, okay. Ach, okay. Wir sollen auch irgendwie hier hin. Das macht vielleicht auch ein bisschen Sinn. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, wir beenden die Folge jetzt und machen in der nächsten weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs, mitfiebern oder so. Und bis zur nächsten Folge, wo wir hoffentlich eine Auseinandersetzung mit der Schlange haben werden. Bis dann.